du jetzt hier, oder was? Weiß nicht, ich glaube, da kam so ein Typi raus und so ein Hausmeister. Soll ich jetzt hier weitergehen? Wo soll ich denn hin? 2F, also hier, oder was? Also gehe ich jetzt durchs Treppenhaus und dann muss ich da ganz durch? Was ist denn da? Trainingsgeräteraum, da hatten wir doch irgendwie eine Notiz gelesen, ne? Ja, egal, wir müssen dahin. Wie geht das auf? Ich kann das nicht öffnen. Hä? Ach so, oh ja, natürlich. Entschuldigung. Jetzt habe ich es gereiht. Hier geht's runter. Nee, hier geht's nicht runter. Mal lieber schleichen, ne? Oh ja, Mann. Ich mach das Handy gleich aus, du. Wo war die Karte? Wo war die? Da. Sieh dich stets nach Hinweisen um. Im Briefkästen der Hausmeister könntest du zum Beispiel unerwartet Informationen finden. Ich springe hier vom Stuhl, weißt du, weil das Handy bimmelte. Okay, warte mal. Hier bin ich jetzt richtig, ne? Aber es geht noch höher. Kann ich hier noch höher? Weißt du, vielleicht belohnt das Spiel ja ein, wenn man ja ein bisschen mal. Okay. Und hier, was bist du? Liebesbrief! Oh. Ist das meine Belohnung? Gegenstände. Ein Liebesbrief, verfasst von einer Schülerin. Kann man auch sehen, von wem? Die kann man doch nicht lesen. Und öffnen kann ich auch nicht, oder? Nee, ich will doch mal. Gerüchte, Notizen. Wo? Was steht da? Geister. Oh, das sind die Geistergeschichten. Nee, aber wo? Rucksack da. Irgendwas sehen? Ich frag mich, ein Gewicht, Liebesbrief, wird denn irgendjemand finden, der dem das gehört? Also so ein bisschen interessiert mich das Spiel ja schon, ne, irgendwie. Wenn nur nicht diese blöden SMS immer kommen würden, die mich fast umbringen. Hier kann ich nicht hin, oder? Muss ich extra immer aufstehen dafür, um die Türen aufzumachen, oder? Nee.
so ich also hin. Aber ich guck auch noch mal in den Räumen hier, oder nicht? Ich lass mal das Licht aus. Was haben wir da? Dokument. Geistergeschichten. Oh, nicht schon wieder eine. In dem Schrank gesperrte Frau. Wie viel ist das denn? Okay. 4, 5, 7. Oh, da haben wir ja einige schon noch nicht gefunden oder übersehen. Ah, gut. In dem Schrank gesperrte Frau. Tihon. Muss ich schon wieder nachsitzen. Er sollte einen Aufsatz schreiben, in dem er sich dafür entschuldigt, dass er am Nachmittag jemanden verprügelt hatte. Tihons. Ach, ich kann die nicht aussprechen. Problem mit dieser Geschichte war jedoch, dass er als einziger bestraft wurde. Er vermutete, dass der Junge, mit dem er sich geprügelt hatte, aus einer reichen Familie stammt. Blablabla wusste, dass der Ordinator der Einrichtung korrupt genug war, um Bestechungsgelder zu nehmen. Mein Pech, dachte er sich. Sein Arm war so müde von all dem Schreiben, dass er sich der andere Schüler konnte sich nicht mit einem fairen Kampf nicht und sich in einem fairen Kampf nicht mit Dings messen. Also hat er ihn mit einem Besen attackiert. Oh, das ist aber feige, ne? Just in dem Moment, als blablabla den Besen aus der Hand des anderen gerungen hatte, war der Koordinator aufgetaucht. Als musste Tihan nach mehr Prügel einstecken. Daran zu denken, machte ihn wütend. Er versuchte sich zu beruhigen und beschloss, den Jungen zu verprügeln, sobald er ihn das nächste Mal sah. Plötzlich hörte er ein Geräusch aus dem Schrank hinter ihm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es klang, als wäre eine Maus drin gefangen. Da das Gebäude sehr alt war, war das keine Seltenheit. Er versuchte es zu ignorieren und seinen Aufsatz zu schreiben, doch das Geräusch hielt an. Genervt riss Blabla die Schranktür auf. Was er dort fand, war keine Maus. Es gab Gerüchte, Leute hätten den Kopf eines Mädchens aus einem Schrank fliegen sehen. Oh Gott, den Kopf eines Mädchens. Zudem hieß es, es wären die zerquetschten und verstörten Körper männlicher Schüler aus dem Schrank aufgefunden worden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Lehrer versuchten, die Gerüchte zu stoppen, doch es war aussichtslos. Der Legende nach diente diese Schule einst als Internierungslager für politische Häftlinge während der Besatzung. Viele wurden hier zu Tode gefoltert, als Verräter gebrandmarkt. Unter diesen armen Seelen befanden sich auch eine Frau, die anstelle ihres Ehemannes verhaftet worden war. Nachdem der durch den Fluch seines Wehrdienst gegangen war, durch die Flucht seines Wehrdienstes
Entschuldigung. Ich träume ein bisschen gerade, weil ich mir das gerade vorstelle, wie da so ein Kopf aus so einem Schrank fliegt, ne? Schwer nachzuvollziehen. Sie wurde brutal gefoltert. Okay. Schließlich wurde sie in einen Schrank gesperrt, in dem sie weder liegen noch sitzen konnte. Oh Gott, sie starb langsam unter Schmerzen. Also Leute, was ist denn das hier? Nach Ende des Krieges wurde ihre Leiche geborgen. Es heißt, man könnte sie kaum in einen Sarg zwingen, da der Hals und die Gelenke seltsam verwinkelt, versteift waren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Schüler glaubte, dass ihr Geist noch immer hier umherwandelt. Es heißt, wenn man das nachts den Schrank öffnet, steckt sich ihr krummer Hals auf der Suche nach ihrem nächsten Opfer hervor. Oi, 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 oi. Boah, also die Geschichten, du. C ist also schnell wegdrehen, okay. Cool. Ich gucke, ob hier irgendwie auf unserem Tisch vielleicht eine Münze liegt oder. Ich mal gucken. Oh Gott, nicht C. Aufstehen bitte. Ist das hier ein Tonstudio oder was? Ah, natürlich ist ein Tonstudio, oder? Warte mal. Aufnahmeraum, okay. Senderaum und Aufnahmeraum. Ach so, das ist wie heißt das? Radio, Schulradio oder was? Jetzt komme ich drauf, ne? Hier. Aha, Beruhigungspillen. Das sind Beruhigungspillen, okay. Gott, immer nicht C, ich muss. Oh, da ist Blut. Will ich da rein? Wieso ist da Blut? Aber hier liegt auch Loot. Blutiges Arbeitsbuch. Blutiges Arbeitsbuch. Mathematik-Arbeitsbuch mit Blutspuren.